Aber jetzt würde mich mal interessieren, wo ist denn Dirty Teddy? Ganz hinten. Der ist Oh Gott, das hier hinten wird gleich Chaos. Das ist also der Unterschied zwischen Schaltung und Automatik, Teddy. Interessant. Wir sind zu sechs hier ganz das, mit der Schaltung merkt man dann den Skill. Viel schlimmer finde ich, dass Manus dabei ist. Oh, den Schaden haben wir nicht erklärt. Wir haben den Schaden nicht erklärt. Was? Wir erklären? Ja, Schaltung halten. Ja, Kuppeln. Das wissen alle. Gas geben und dann Kuppeln kommen. Ich wusste nicht, dass es bei Automatik auch so ist. Das ist eine Standardeinstellung. Erstmal kommt die lockere Einführungsrunde. Ja, wer mich überholt, der kann. Aber wieso sind wir P1, 2, 3? Das verstehe ich ja gar nicht. Weil die KI nach halt den Zeiten sind. Sortiert, Manus. Der mit der schnellsten Zeit fährt vorne und dann so weiter. Nein, aber in der Qualifying stand P9 bei mir und bei dir ja, P10. Ja, die Zeiten im Qualifying waren komplett verbuggt. Okay. So, ihr startet also auf Rot. Das könnte interessant. Also, Rennen starten können wir machen. Ach nee, Rennstrategie, warte mal. Ich starte auf jeden Fall auf Rot. Du musst eher in die Box. Aber ich kann gar nicht auf Rot starten. Ja, du hast deine beste Zeit auch nicht mit Rot gefahren. Nee, er steht aber mit. Alles klar, das erklärt's. Einführungsrunde, ja. Will ich kein Spanos, Alter. Was denn? Ja, irgendwann auch mal losfahren, wenn du willst. Ja, es war wie beim Go-Kart, ne? So, Einführung, kein Hack. Sieh schon, kommt der erste Feld in der Einführungsrunde raus. Wetten. Das ist nicht schlimm. Nicht. Wir sind einfach hingehen. Ups. Was nehmen wir erstmal nie ist weg. Das ist nicht persistent. Also, das ist gleich. Das resettet sich, der Schaden, den man in der Einführungsrunde bekommt. Aber macht die Einführungsrunde mit der Reifenabnutzung? Nein, gibt's auch nicht. Okay. Also das haben wir aus. Simulation hätte man zwar anmachen können, dann wäre das alles wichtig, aber die Einführungsrunde ist nur für uns nochmal. Das ist halt kurz die Reise. Genau, es ist einfach nur nochmal die Strecke angucken. Wollte. Ja, da wurde jemand disqualifiziert. ja, weil sich der bis ihn von mir hin teleportiert hat. Nein, aber ich Ich glaube auch nur die Einführung funktioniert, oder? Ja, aber mich kotzt das an, dass Nils schon wieder auf der 1 war. Warum? Ja, wir werden gleich sehen, was passiert. Also es könnte, guck mal, wir haben gerade schon ein kleines bisschen geübt und das war ein krass spannendes Duell zwischen Alu und mir. Und du stehst jetzt dazwischen. Dann könnte das ein Dreikampf werden. Na, aber hallo. Wieso ist das Duell nur zwischen Dalu und dir? Ich wäre hier komplett außen vor gelassen. Nein, vorhin war es. Ach so, vorhin. Ja. Außerdem, es geht ja immer noch um Rennen. Starkes Überholmanöver von mir. Du fährst lila, Nils. Bis 19 ab. Ja, dann fahr ich euch am Anfang weg. Ich fahr euch am Anfang auf jeden Fall weg. Oh, schönes, großes jetzt Delta wird's lustig. Ja. Ich bin richtig aufgeregt. Kein großes Game. Aber müssen wir jetzt... Dann werdet ihr richtig schön undercut. Achso, wir nehmen durchgehend drauf. Genau, wir nehmen einfach drauf. Kuhmann wurde disqualifiziert. Ich war zu langsam. So, Jungs. Aber ich bin gut, ich bin inne in der Kurve, ich bin inne. Wenn ich jetzt den Start nicht verkacke. Ich fahr auch nicht lila, ich bin der Einzige mit Rot. Oh shit. Ich fahr, glaube ich, allgemein als Einziger mit Rot. Nee, hinten fahren alle mit Rot. Ich bin so aufgeregt. Also vorne fahren alle mit lila. Ja, genau. Einen Start bitte ein bisschen vorher als ein bisschen zu spät bremsen, ne? Weil du machst den Start, Kurse, wenn Kurve du den Start nicht bekommst, Manus, fahre ich aber schon vorbei. Also, ja, ja, mach das. Wenn du so einen Go-Kart startest. Aber ich habe immer das Verlangen, am Start gleich nach links. Nee, du hältst deinen Hut hier. Jetzt! Oh, die Lila, den NPCs. Scheiß Start. Alter, geht das Ding! Oh, nein! Oh, los. Gott! Ja, ich habe keinen Platz mehr. Ja, Kollision mit Manni verursacht. Du, ich habe die Strafe und du. Oh, das ist aber es war nicht in Ordnung. Ja, ist egal. Ich krieg die. So. Hauptsache, ist keiner rausgeflogen. Ist alles noch ganz, ja. Ja. Aber was für Schäden habt ihr? Ich hab keinen. Oh, hier hat irgendwer was verloren, aber ich glaube, das war ein NPC, würde ich schätzen. Manus, ich komm jetzt hinter dir. Ich gehe in. Warum ist langsam? Boah, was macht ihr da? Oh, leck mich am Arsch, du bist doch krank, Junge! War nicht ideal. Warum ist es bei mir auch immer wieder durchsichtig? Warum ist es so? Oh Gott! Ich hab deswegen eine scheiß Verbindung. Und durchsichtig ist aber gut, dann ist alles in Ordnung. Ja, ich seh nicht, aber nach hinten schau. Nein! Box, wir passen die Strategie an. Komm diese Runde rein. Der Frontflügel ist schwer beschädigt. Wir registrieren einen deutlichen Abtrieb. Der Frontflügel am Arsch.
Welche Farbe im Arsch? Rot. Das ist schlimm. Ich komme rein. Da musst du in die Box. Ja. Ja. Hallo, wie viel da bist du? Ich bin Vierter. Okay, ich bin muss in die Box. Weg. Ja, ja, ich hab rote Reifen und die NPCs haben mich am Start richtig nass gemacht. Oh! Oh, da war, oh Gott. Pfeife als letzter, warte, bis alle kaputt sind. Staubst dann ab. Da stand wer. Ich glaube, wenn du die Überrundungen holst. Ich muss nein, und ich für gelbe Reifen. Ach fuck, jetzt. Ja, ich bin auch gelb. Mit gelb kannst du, glaube ich, durchfahren. Nee, du musst. Lila, warum komme ich jetzt wieder einmal wechseln? Ach so, das ist ein. Aber habe ich doch. Wir haben ja schon zwei Reifen gehabt. Wenn du am Start was anderes hattest als jetzt. Ja, du musst dann gewinnen. Im Rennen musst du zwei Reifen fahren. Nein, nein. Achso, ja, dann. Hab ich doch. Du darfst zweimal wechseln. Du musst zweimal schon. Das heißt, wenn du am Start Lila hattest und jetzt Gelb hast, könntest du durchfahren. Ja. Wenn das für dich möglich ist. Ja. Wobei, also so ist es in echt. Ich weiß nicht, ob es im Spiel auch 25% Sonderregeln gibt. Nee, du musst auch die beiden Mischungen. Nee, das passt, was da auch sagt, ja. Komm, Kimi! Dann heißt es jetzt, so doof wie es klingt, geduldig sein und auf die Boxenstopps der anderen warten. Aber Kimi macht keinen Platz. Muss ich mal in die Kimi zwicken. Naja gut, der war jetzt nicht so lustig. Keine Zeit zum Lachen. Du konzentriert. Also ein Teil der NPCs spielen gar nicht so dumm. Also manche sind hyperaggressiv, finde ich. Oh, Nils ist jetzt zum Startziel. Dann bist du gar nicht so weit weg, wie ich dachte. Nee, nee, ich bin nicht so weit weg. Das kann nur erst noch anfangen. Okay, Kimi habe ich überholt. Einen habe ich gecatcht. Ich bin unterwegs, Nils. Ja, guck mal nach. Alle noch da, oder? Sind noch alle im Rennen? Ja, ja. Nee, so gut wie. Nein, nee. Ich habe schon eine Nähe. Oh, wie? Zweimal Nähe? Ich wurde von hinten auf Van Dorn draufgeschoben, der quer auf der Strecke stand. Echt? Ja, und das war hinter der Kurve und ich bin genau reingedonnert, ja. Das DRS ist jetzt aktiv. Ist also der Schieber gewesen. Wenn du dich höchstens eine Sekunde vor dir in der DRS-Zone befindest. Nils, was sagen die Reifen? 28%. Oh, das ist schon relativ viel, oder? Ja, aber ja, ich bin ja im Qualifying lang gefahren. Ja. Genau, und meine gehen schneller weg. Ich bin dafür auch ein bisschen schneller. Du hast eine Einstopp-Strategie ausgewählt, ne? Ja, zwei Stopp ist bei so wenig. Ich wüsste nicht, wieso man das machen soll. Außer man ist halt richtig gut und schafft es dann halt Qualifying-Laps rauszuknallen in der Zeit. Um halt den Zeitverlust durch die Stopps auszugleichen. Doch, ja, aber das ist Rennen schwer. Steht jemand, ey, hier steht jemand. Ja. Teddy, geh da weg. Also wenn er steht, ist er eh durchsichtig. Nee, der war voll. Eigentlich, wenn er steht, ist er weg. Ich glaube, Nils fährt uns hier aber gut davon. Ich habe halt frei Fahrt. Ich sehe aber schon nach vorne die ich überwinden werde. Boah. Schon? Der Benzinstand sieht super aus, das sieht gut im Griff. Danke, Dave. Da achte ich jetzt halt noch gar nicht drauf. Den hast du toll im Griff. Ja, der Abstandsminute vor dir beträgt 23,6 Sekunden. Oh, wer lag denn da in der Kurve? Ja, ich. Dave? Wie viele Runden haben wir? 15, ne? Das wird interessant. War Relikt hier, danke. Ja. Shit, ich. Hat keinen Sinn gemacht, auf Rot zu fahren bei den Rennen. Ah, es wird auch bei mir schwierig, jetzt den Rest des Rennens mit Gelb durchzuziehen. Ja, du wirst mich halt nicht mehr einholen damit. Nee. Also klar, jeder Fehler ändert das natürlich ist, alles. Ja. Aber in zwei Runden komme ich rein. Dann wird's gleich interessant. Ja, ich muss eigentlich auch einen frühen Boxenstopp machen, damit ich halt auf länger auf. Nein, das war mir zu spät auf der Bremse.
Was? Oh, wer redet sich hier? Teddy. Ja. Was ist denn los mit der Schaltung? Ja, kannst du in die Tonne drücken, die Schaltung. Übung. Fährst du nicht Lenkrad? Ja, doch. Hast du dann, du hast auch auf den Wippen dann erschalten, ne? Ja. Aber es ist halt komplett ungewohnt. Bis zum nächsten Mal würde ich einfach ganz gut üben. Ja. Ich auch. Aber gut, dann rollt wenigstens noch. Ja. Also das ich bin auch echt zufrieden, muss ich sagen. Das sah heute schon mal anders bei Kuchen an. Komm, ja. Wir fahren eine Trainingsrunde. So, ich werde jetzt reinkommen. Lass mal 90 Minuten Training einsteigen, kann man ein bisschen länger fahren. Ja, das ist meine erste Runde raus. Ja, ich glaube, ich bin ein bisschen zu früh reingekommen. Die Box meinte, ich soll kommen. Wenn die Box so sagt, dann ist das immer richtig. Genau, Dave sieht's weiß, aus. Was er macht. So, da kommt ihr, da ist kommt ihr. Jeff? Weil er ist Dave, Jeff. Oder heißt er jetzt Dave? Nein, der heißt wieder Jeff. So, da bist du. Dave, warum sagst du denn Dave? Raus. Eben. Oh, aber ich werde direkt in den Breitkönig reingelassen. Ja, ich hoffe, die machen da gut Stress. Der ist jetzt zwischen uns. Ich den Lewis auch nicht, ne? Der ist ja der Breitkönig ist langsam. Nein, der ist langsam. Oh nein, 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 nein. Ach Gott, ich bin echt auf der 13 abgeschlagen, ey. Also musstest du schon in die Box, Manus? Naja, ich bin ja fertig. Du hast den Unfall gebaut. Ja genau, ich hab Flügel gewechselt und auf gelbe Reifen gegangen, jetzt fahr ich durch. Ja, ich komm da so. Ja, wie gesagt, ich hab rote Reifen und einen kaputten Flügel. Oh. Aber einen kaputten Flügel habe ich schon seit Runde 1. Gelb oder wie? Gelb, ja. Okay. Die NPCs hatten mich alle am Start überholt gehabt, wegen den Lilanen. Und die erste Kurve war fatal. Ja. Aber ich kann mit den Gelben zumindest dranbleiben. Mit den Gelben. Okay, er geht rein. Das heißt, du kriegst jetzt DS von mir. Ich bin froh, dass wir die Strafenregeln nicht so hoch haben. Und ich werde innen vorbei versuchen zu kommen. Weil ich glaube, mit höheren Strafenregeln wäre mein Rennen hier schon vorbei. Das war nicht gut, aber. Okay. Der Hitcher holt hier, glaube ich, gerade gut auf. Kann oh, sein, oder ist das einer der Überrunde? Das war so schlecht von mir. Ich stehe falsch rum. Ich komme! Unser Abstand zum Hintermann beträgt 22. Ich hab den Dreh raus langsam. Das war richtig schlecht. So. Das ist meine Chance, in die Box ja, wenn du jetzt reinkommst. Genau, ich werde jetzt in die Box. Dann kriege ich wieder einen Reifen, Nils. Ja. Mit dem ich zu Ende fahre. Ich habe noch einen Assenärmel. Echt? Hast du eine Turbo noch? Ja, Nitro. Ich fahre nämlich die ganze Zeit schon noch mager. Und habe gleich noch richtig schön viel Fett. Echt? Ja, bringt dir gar nichts, bringt dir das. Du schmeißt da nochmal die fette Mischung rein am Schluss. Ja. Das ist natürlich nicht schlecht. Ich hoffe, das wird jetzt zum Verhängnis. Letzte Runde ohne Sprit. Motorplatzer. So, Nils, dann bau mal deinen Abstand auf. Komm, vorbei. Wir sehen uns, hoffe ich. Ja. Kommen wir jetzt auf Start und Ziel? Ja, ja, ich war jetzt in meine Box erst. Schon, wie die Lieder denn? Oh, die haben sogar meinen Flügel nicht repariert. Das ist halt echt krass ein Unterschied, wenn ein Konkurrent in der Nähe ist, als wenn du alleine Freifahrer bist. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren. Ja, das will ich hören, Jeff. Das will ich sehen. Bist du wieder gefahren wie so ein Rowdy? Warum kriegst du Strafe für gefährliches Fahren? Achso. Ja,
Also er hat gesagt, wir kriegen Stand für gefährliches Fahren, wenn. Und das, da habe ich dann aufgehört zuzuhören. Also, wenn, aufgelegt. Wenn. Nein, 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 bitte nicht! Scheiße, ich hab noch... Aber jetzt muss ich 3 NPCs überholen. Daddy, was ist los? Ja, weggerutscht. Also auf dem, gelben Reifen ist nicht einfach zu fahren. Ja. Okay. Ja. Das waren immerhin, ich glaube, 6 Runden ohne Fehler und dann hole ich mir den Vollflieger. Aber ich hätte wahrscheinlich sowieso... Ne, Reifen waren noch... Oh, die Shit, Reifen waren noch 34. Weißt du, da liegt einer. Ich hoffe, mein Team hat genug... Holy Shit, da liegt ja alles von dem Auto. Ist der Fahrer noch hier? Ne, der lag noch mit irgendwo. Der lebt noch, ja. Lag, ja, ich verrate. Nein, es ist ein abgebaut. Das ist lustig, dadurch, dass die Boliden alle gleich stark sind, sind so unrealistische Fahrer von mir. Oh fuck it. Wer kommt denn da gerade? Ja, ich! Was soll der tun? Komm dran, du Pfeif! Halt vorbei! Ja, nee, jetzt komm ich erst. Ja! Dankeschön! Ah. So weit muss es auch nicht raus. Gib mir da rentisch dieses scheiß DAS! Wollt ihr keinen irgendwie benachteiligen, ey. Oh, jetzt hab ich zu spät gebremst, aber drauf ging gut dadurch nicht. Komm schon! Was macht die Dreiergruppe hier? Nicht richtig fahren, ey. Alter, wir sind doch ein Team, warum kämpfst du so? Lass mich doch vor. Wer ist hier mit berührt? Ja, mein Teampartner fährt ja trotzdem mit. So. So, der macht halt Ding. Alter. Also wenn andere Fahrer in meiner Nähe sind, hab ich ein Problem. Oh, mach keinen Scheiß, bitte! Ja! Lecco mio! Nein, 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 nein! Das sah böse aus. Oh, alles in Ordnung? Sag mir, ob es dir gut geht. Ich war's nicht. Oh. Nein, komm schon! Oh. Vorsicht! Oh nein. Wie viele Runden waren es überhaupt noch? Hier oben rechts. War 5 Runden noch, war gar nicht mehr so lang. Ja, Manus hat ja wahrscheinlich die Cutscene gerade. Ja, ja. Was Manus er ausschreibt und so. Ja. Angezeigt. Mist. Doch, wurde es. Du bist einfach nur voll konzentriert. Ja, ja. Und tryhard an Minecraft. Ja, und das sagst du und schon rutsche ich hier weg. Mach doch nochmal. Scheint doch mal nicht. Ich bin echt am Reden, weil ich will halt auf gar keinen Fall rausfliegen. Deswegen muss ich halt manchmal lieber einen Notausgang nehmen. Und Nils hat bei mir einfach immer volle Drehzahl. Das ist ja krass. Ja, das ist ein Anzeigefehler beim Zugucken. Das haben sie noch nicht gefixt. Keine Sorge, ich fahre nicht mit 13.000 lang. Jetzt hören wir doch mal Dalu zu. Ich habe gerade einen überholt. Hab ich noch gesehen, so ganz leicht. So, zweiter. 425 Sekunden. Leck mich am Arsch. Schönes Pink hast du. Ja. Ja. Aber jetzt kann ich halt erst anfangen aufzuholen, das ist nicht mehr drin. Boah, scheiße. Hey, nein, bitte nicht jetzt. Jetzt hat mich das A abgehört. Bitte nicht, genau. Gut dran. Boah, ich hatte ein Leck. Okay, geht noch. Außer ich pop mich jetzt. Ich wollte echt zur Seite fahren. Was ist passiert, Neil? Ich hatte eine Sekunde Standbild. Ja, und bist gegen die Wand gefahren? Nein, ich bin einfach nochmal weitergefahren, aber ich könnte sein, dass ich da eine Sekunde verloren habe, wenn ich für andere gefahren hätte. Echt interessant, ey. Hei. Ich bin mal gespannt, wenn wir China fahren, wie das da wird, weil in Australien bin ich viel geübter. Ja, Australien kenne ich halt noch aus Formel 1 98 oder so. Da hat sich auch nie was dran verändert. Echt? Ja. Hast du schon mal Formel 1 gespielt früher? Auf dem N64. Also. Auf der PlayStation 1 habe ich es auch viel gespielt.
Ich hätte das auf der PS2. Hör mal auf den Witz. Weil ihr lang ist. Ah, nee, jetzt ist vorbei. Außer dir geht das Benzin aus in der letzten. Nee, da hab ich. Oder es passiert noch ein Unfall. Ich fahre mit Überschuss. Ja, oder es passiert ein Unfall, ich sehe da vorne einen, der mich überrunde, oder ich mache einen Fehler. Fehler ist unwahrscheinlich. Unfall, wenn. Ja, das ist mir schon passiert. Mit was fährst du, Nils? Controller? Meinst du das? Ja, Controller. Ich hätte gern längst gerade was. Außerdem, wenn ich mir das bei dir so anhöre, würde man wahrscheinlich meinen Tisch durchbrechen. Ich glaube, ich hätte echt noch ein bisschen was rausholen können. Es wäre auf jeden Fall in die Top 10 gekommen. Aber ich freue mich auch schon wieder aufs nächste Rennen. Also, du warst ja im Qualifying was mit dabei. Ja. Und ich freue mich auch, wenn die anderen ein bisschen mehr mit Schaltgedöns zurechtkommen. Ja, das zwei Wochen. Das könnte richtig üben. Spaß machen. Ja. Ich glaube, das wird richtig cool. Auf jeden Fall. Schalten ist gar nicht so schwierig. Nö, also ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, aber da holt sich halt über, das ist kein Detail, ne? Aber sag erst, was wolltest du sagen? Mir hat es auch echt Spaß gemacht, weil hätte ich am Anfang nicht so gedacht. War das erste Mal mit Schalten jetzt. Und wie du schon sagst, das ist halt das Detail, ne? Da kannst du halt einen Fehler machen. Ja, genau. Ich finde aber auch, dass es teilweise hilfreich ist, weil du eine Menge an intuitiver Kontrolle damit hast in den Kurven, wie viel Gas du geben kannst und so. Da ist auf jeden Fall. Ich finde, man rutscht damit weniger weg, als wenn du auf dem Auto fährst. Rob van Dorn, Blue Flag, honestly. Ja, scheiße, Nils, ich sehe dich immer in derselben Kurve. Er bremst mich voll aus, geh da weg! Boah, der hält ihn schön auf, Dalu. Okay. Aber jetzt ist er vorbei. Ja, der muss auch noch vorbei. Ja, mich lässt er vorbei. Van Dorn ist ein guter Kumpel. Ist ein Mate. So. Der Stoppel. Schauen wir doch mal bei Dalu, wenn der Van Dorn jetzt hier... Oh. Sag mir nicht, da ist schon bei Van Dorn. Nee, nee. Ist noch weit weg. Das ist krass, ey, wie Nils einfach Zeit ausfährt. Das ist irre. Ja, nee. Also unmöglich. Da müsstest du jetzt nicht einmal drehen. Dann wäre es knapp. Ja. Falls jemand das bei Manus gerade gesehen haben sollte, dass ich die Kurve so abgekürzt habe, das liegt daran, dass wir momentan noch ein bisschen mit veränderten Strafen spielen, weil am Anfang noch zu viel schief gehen kann. Das wäre krass, wenn wir jetzt jedes Mal dafür Strafen bekommen würden. Ja. Ist keine Absicht. Also ach, du abused das auch noch? Bad using, bad using! Ah nee, Quatsch, nicht bad using, aber... Der klar, dass ich nicht rankomme, wenn du von vornherein gezielt über die Absperrung fährst. Sehr interessant auf jeden Fall. Was halt echt geil ist. Und jetzt habe ich aber doch ein gutes. Verschalt mich zum Teil noch, ja. Aber du merkst irgendwann, weißt du genau, wie du runterschalten musst. Ja, das ist das Geile, wenn du weißt, in welcher Kurve du wie viel runter du musst, ohne zu gucken. Ja. Dann macht das Spaß. Oh Gott. Ja, also ich zähle mal im Kopf mit. Wow, in dem Moment schalte ich auf Grund an. Und so. Nein, das sollten wir doch mal rückwärts machen. Hier steht jemand. Ja, ich. Ja, alles klar. Und dran, der spült erstmal den Gummi runter hinten. So, was macht denn der Opa, ey? Der ist so leise. Hört man gar nichts. Platz 14, naja. Nils? Ja. Was da passiert? Nee, du siehst mich, glaube ich. Ach so, das kann sein. Ah, schade. Aber Konrad, warum schaltest du nicht höher? Was hast du für Zauberreifen? Ja, weil du hast nichts gesagt. Ach so, nee, stopp, ich habe diesen Anzeigebug bei dir. Nee, ey, als ob ich das schweigend hinnehmen würde. Ja, kein Problem. Würde. Der sein könnte. Hätte mich gefreut. Da würde dir das Mikro aber knacken. Oh, und hier ist letzte Runde. Echt nice. 1, 2, 3. Also Nils ist echt gut.
Also Nils ist wirklich gut. Das wird schwer. Ja, ich habe halt aber auch, wie gesagt, ich habe immer auf dieser Strecke geübt, wenn es darum geht, schalten oder so zu lernen. Also die Strecke kennst du. Wenn wir China spielen, dann ist das anders. Die Strecke hier könnte ich im Schlaf fahren. Wie, welche Kameraperspektive fährst du, Nils? Hell. Board. Also über die Kamera, die nein, bitte nicht. Ja, okay. Ja. Weil da hast du halt irgendwie alle. Ja, die ist halt übersichtlich, weil du die Strecke direkt vor dir hast und weil du einen kleinen toten Winkel durchs Auto hast. In der Ego-Perspektive ist der tote Winkel viel, viel größer. Aber ich finde, in dieser Perspektive siehst du so gut wie nichts in den Spiegeln. Ja, also ich fahre die auch, Richtung. Ich finde die auch gut, aber du siehst einfach nichts in den Spiegeln. Deswegen habe ich ja vorgeschlagen, dass wir viel miteinander reden, weil es halt echt mal wirklich sein kann, dass du einen nicht siehst. Ja, klar. Ohne Frage, ja. So, letzte Kurve. Da geht er ganz normal im vierten Gang raus. Dalu versucht das Ding gerade unter 10 Liter zu fahren auf 100. Noch ein bisschen Speed, ja? Weniger Benzin, alles raus. So, Nils hat gewonnen, ne? Das Ding ist durch. Das heißt, Kunde muss auch nur über Start-Ziel fahren. Ja. Nein! Oh, komm schon! Ah, nicht in der letzten Runde verkacken, Kunde. Wir tun dran, das Oh, und jetzt kommt jetzt schon. Aber Dalu 2 da ist doch top. Nee, ist wirklich. Und es hat Spaß gemacht. Ja, das hat sich. Muss auch sagen, dass ich echt viel Spaß daran hatte. So viel sogar, dass ich mir fast überlege, das auf meinem Kanal hochzubauen, was man da sagt. Ey, du willst ja die Spinnweben wegkehren. Oder war das jetzt eine Schleichwerbung hier? Nee. Das soll mein ernsthafte Bedenken sein. Das seien die alle Tage. Das sage ich dir alle Tage. Sehr gut. Na, mach das mal. Nächstes Rennen wird garantiert Kasper. Boah, Alter, wie das Auto aussieht. Bei mir läuft irgendwie nicht in 60 FPS. Sehen fast gleich aus. Da. Oh, hier, der wird gespritzt. Oh, krass. Ah, hier, ah, da du voll gespritzt. Ah. Stechen. Ihr seid aber lässige Typen, hä? Ja, gut, das war das erste Rennen. Bin ins Ziel gekommen. Sind alle durch? Wie sieht's denn aus? Lass mal hier gucken. Also Nils, ich. Warte bei mir jetzt. Da haben wir den Hitcher auf der 14. Auch durchgekommen. Und dann auf der 15 und ich glaube, dann sind alle raus. Ja. Echt? Ja. Nur viermal angekommen? Im Prinzip bin ich letzter. Aber Hitcher ist ins Ziel gekommen. Von den Vorkunden. Natürlich! Der guckt ja von immer seine beste Runde an. Ja, eins der erste Mal mit Schalke drüben gefahren. Der ist. Krass. Drittbeste Runde gefahren? Ja, also mit der Tastatur, schalten, da muss er erstmal machen. Aber das war gut, Manus. Wie sieht's aus? Ja, in diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Ihr findet alle anderen Fahrer natürlich in der Videobeschreibung. Lasst das Däumchen dafür das Projekt. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Ciao. Tschüss. Ciao.